So, da sind wir wieder zu Zockerzonen-Spiel Jurassic Park. Dino-Flüsterer Stones am Controller und an der Kerze. Hi. Jetzt übernehme ich das Ruder und mal schauen, jetzt steuere ich uns hier sicher durch die Cutscenes. Also ich werde mein Bestes geben beim Nichtstun und hoffentlich mache ich das besser. Nee, ich wollte gerade eine Anspielung auf einen... Wollen wir nicht ein neues Spiel anfangen? Das macht voll viel Spaß, finde ich. Einfach Start drücken. Ach ja, stimmt, wir sind ja in einem Pausemenü. Wir sind im Pausemenü. Ah, das ist ein komisches Pausemenü. Gibst du. Ja, aber mit Escape und mit Vortipps und sonst auch. Ah ja. So, was soll ich jetzt drücken? Select oder was? Ich sehe das nicht. Mann. Mann, das ist mein Scherz, weil ich gerade so versagt habe beim Menü. Was war das? Keine Ahnung. Gespenster. Ich hab nur was gehört und ein bisschen Panik. Schnell. Der rechte Stick. Ich glaube, ihr Gefühl, das trübt sie nicht. Das war nicht gut. Aber es hat gereicht. Weil nichts hinter uns war. Sie ist halt ein kleines Mädchen und hat Angst. Ich hätte auch Angst in der Situation. Ja. Für ein paar Minuten und dann würde ich mein Hemd ausziehen. Mir ein rotes Bandana umbinden. Genau, und alle Dinosaurier abmetzeln, die da sind, Mann. Wie ist denn der da jetzt unbemerkt da reingelaufen gerade? Der hat Sneak auf 100. Der ist echt geschlichen. Der hat Sneak auf 100, Mann. Geht's auf die Zehenspitze? Ja. Auf einmal ist er mitten im Raum. Schnell! Und sie lernen das Game. Nein. Ach komm, das kann doch aber wieder nicht sein, ey. Aber du bist noch nicht... Du hast... Ich hab mein Gold verloren. Oh. Schnell. Do it. Just do it. Jetzt bist du hier auf einmal... Ich hab mich hier auf eine entspannte... Sitzung gefreut. Jetzt musst du sie festhalten. Entgegen aller Regeln der Kunst. Der Zustand wird immer schlechter. Nicht loslassen. Wir brauchen den Pfeil mit dem Beruhigungsmittel, ne? Pack ihn am Schwanz. Was willst du denn bitte schon tun? Willst du ihn abstechen oder was gib ihm eine Kopfnuss. Ja, ins Auge boxen, ey. Ach so, wir haben jetzt, das ist ein Puzzle jetzt. Okay. Ne, wir haben Zeit oben links, schau mal. Ja, ja, schnell rennen. Ne, zu ihr. Wir müssen noch hier. Können wir irgendwas machen? Da, ja. An die nächste Säule. Ja, geil. Haben wir ihn ausgetrickst? Das ist zu weit weg, oder? Ja. Keine Chance. Oh, da nee, da können wir nicht hin. Doch jetzt. Da jetzt. Ah, ein Timing-Puzzle. Uiuiui. Ich habe so schnell A gedrückt, das habt ihr gar nicht gesehen, Leute. Vielleicht mal nach rechts gucken, antäuschen. Ja. Dummbeutel. So ein dummer Beutel, deswegen seid ihr ausgestorben. Ihr seid nicht besonders helle. Ach, dabei wollen sie den Kasten, ja, natürlich. Da wollen sie ja retten. Den hatten wir ja auch schon. Oh, rechts geguckt. Nein, das war nur Zufall. Schau mal. Jetzt drücke ich nochmal. Jetzt drücke ich fester. Er macht es nicht. Müssen wir jetzt meinen Papa vielleicht ablenken? Ja, bestimmt. Der steht hier fest betoniert. Der bewegt sich gerade in dem Moment. Halten Sie durch. Okay, wir können ihr einen Tipp geben. Wir können hier den. Ich muss ihn von Jesse wegbekommen. Ja, genau, Digga. Schau mal oben ist doch hier. Kannst so. Das Ding abhauen? Ja, so diesen Knochen da, ne? Ja. Ah, hier, Kisten werfen. Oh, geil. Oh, das war noch so B. Hast du gesehen? Da war unten auch noch was, ja. An der Säule direkt hier oben bei uns. Ja. Oh, schuhu. Wird das ablenken? Hä? Ich brauche eine bessere Idee, so funktioniert das nicht. Okay, die Kiste war nur eine Ablenkung. Ah, B, ja. Wir schmeißen die Säule um. Ach nee, da ist der Schalter. Ah, okay. Das Schalterpanel. Willkommen im Jurassic Park. Seid ihr bereit für ein paar Dinosaurier? Ja! Ich kann euch nicht hören. Ja! Ah! Der freut sich ja richtig. Ja, dann werf alles an Kisten, ohne was hast. Vielleicht genau. Eine Kiste nein. Drei Kisten vielleicht. Die sieht doch schwer aus. Vielleicht ist da einfach ein ganzer Haufen so Klapperzähne drin. Aha. Jetzt, das würde doch schon reichen vielleicht.
ich ihn treffen könnte. Treffen könnte? Irgendwas liegt da auf dem Fußboden bei dir? Das hat wir sollten wieder da runter gehen. Schau mal, wir können hochgucken. Da war gerade... Was? Zurück wollen wir nicht, ne? Ah, doch, natürlich, wir wollen zurück. Dann ist er näher dran. Ah, ja, ja. Meinst du, es ist schon nah genug, weil sonst... Nee, da muss, glaube ich, bestimmt die ganze Strecke machen. Wo sind denn die Kisten? Ich guck einfach mal. Doch, oh, das passt. Jawohl. So, und jetzt zieh ihm die Kiste rüber, Mann. Ha! Und dann musst du schnell in die Säule, da oben. Nee, brauchen wir nicht mehr, oder? Die Säule brauchen wir nicht mehr. Wir können doch jetzt weiter noch rennen, oder? Ja, aber hier, als Danny. Hier. Du musst in Deckung gehen. Ja. Ja, renn dann auch. Ich rück voll schnell und die... Oh, nein! Oh Mann, oh Meter, ey. Okay, eine Chance habe ich noch. Eins, noch haben wir Silber. Oha. Schnell! Jawoll. Okay. Das war gewollt. Oh, jetzt muss ich bestimmt wieder die Vene setzen. Ja. Das gefällt mir gar nicht. So muss ich keine Taste drücken, wenigstens. Die sieht aber echt aus wie so ein Resident Evil 5. Ja, auf jeden Fall. Ich fasse es nicht. Durch das Fenster. Oh, ein bisschen Jump-and-Run-Action. Treppen laufen müssen wir. Aber hier über Klettern und cool springen und so nicht, oder? Über irgendwelche Plattformen jumpen und das dürfen wir nicht drücken, oder was? Oh Mann, das Silber ist schon der Plan, ey. Silber ist schon der Plan, Hoffi. Hopp! 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 Aber letztes Mal hattest du nur eine Bronzebewertung. Ja, dann bleib da. Bleib da. Lass los! Eins. Ich werde dich auffangen. In Ordnung? Okay. Gut. Eins. Oh. Alter. Und jetzt? Zum Glück sind wir Neo. Bullet time. Oh yeah. Hau das Ding weg. Ich hab erstmal die falsche Taste gedrückt. Ja. LBRB, die machen mich ein bisschen platt. Oh, die ist wieder fit. Das ging aber schnell. Ja, ja. Dafür, dass wir ihr gerade einen Dinosaurier-Tranquilizer in den Körper geschossen haben, geht's ihr verblüffend gut. Warum schnappt der T-Rex sie sich? Ah, jetzt machen wir das fast nochmal, was wir vorhin gemacht haben, die Routine. Was? Er hat nicht mal angelegt, richtig. Was? Da war eine Taste? Ich hab nichts gesehen, Hoffi. Unsere Tochter wird gerade gefressen. Ich hab nichts gesehen. Du hast unsere Tochter! Nee, das ging schnell, ja. War da eine Taste? Ich glaube schon, ja. Was? Hast du irgendwas gesehen, was eine Taste ist gewesen? Ich weiß, du warst so im Auto. Oh, jetzt aber komm, hau sie weg. Ja, aber das ist schon wieder Bronze. Ein Schuss, okay. Was kommt jetzt für eine Taste? Nochmal dasselbe einfach? Ja, das habe ich nicht gesehen da oben rechts. Verdammte Axt. Und der war ein bisschen dämlich, ist der T-Rex auch, ne? Also ein bisschen. Guck mal, warum? Der macht ja gar nichts. Aber der ist ja schon so ein bisschen angeduselt. Und warum sind wir immer näher rangegangen eigentlich? Wir wollten uns ja schon auf die Tochter zuarbeiten, damit wir uns die schnell schnappen können. Okay, ja, hat aber die Rechnung ohne den Stones hier, ne? gemacht. Ja, zum Glück habe ich mal was geschafft, ey. Tür zu! Wow! So, das wird sich mit denen abhalten. Ist das Signal? Ja, jetzt hol das Signal, Digga! Wir sind ja in der Batman-Schule gewesen. Was ist los? Lassen Sie den Wagen an.
Setzen Sie das Tourfahrzeug in Bewegung, damit wir keine Deckung mehr haben. Das könnte echt sein, aber ich dachte, wir steigen schnell ein. Ja. Na gut, Moment. Nein, das war echt... Nein, hinterher. Oh ja! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Obwohl T-Rex reagieren ja nur auf Bewegung. Sonst sind die Augen ja sehr schlecht. Also ich hätte es geil gefunden, wenn sie uns gegessen hätten jetzt. Ja. Hätte ich in Kauf genommen. Bronze mit 3 Strichen oder Bronze mit 2 Strichen ist mir dann auch egal. Ja. Dad. Ja? Was? Ich habe genug von Dinosauriern. Wenn das so ist, gehen wir nach Hause. Na los, ich muss noch telefonieren. Warum? Kannst du das nicht machen, wenn du in Sicherheit bist? Oder nein, muss er jetzt noch irgendwas? Er ist hier Captain Hero. Ja, ich weiß das auch nicht, wo jetzt seine Aufgabe hier liegt. Dabei ist er nur Tierarzt. Ein Veterinär. Wie lange war ich weg? Wir haben sie gestern gefunden. Wir sind irgendwie auf sie gestoßen. Maldita sea. Also, wer ist Mariquita? Mariquita? Niemand. Nur ein Wort. Oh, mein Spanisch ist so mies. Ich habe versucht, im Auto mit ihnen zu reden und ich dachte, sie bringen mich wegen meiner Grammatik gleich um. Und, worüber haben wir gesprochen? Hilfe ist unterwegs. Im Kontrollraum herrscht Chaos, aber die Telefone funktionieren. Hey, sie sehen schon viel besser aus. Hilfe ist unterwegs? Ingen schickt ein Rettungsteam. Bald kommt ein Helikopter und bringt uns zum Festland. Ein richtiger Arzt wird sie untersuchen und kein Tierarzt. Ein Rettungsteam? Ingen, meine Sachen. Ich hatte ein Paket. Oh, das ist hier. Aber war Ingen nicht die böse Firma, die hier die Dino-Proben oder die Dino-DNA entwenden wollte? War das nicht die Firma, die dahinter steckte? Ja, also wir arbeiten auch für Ingen. Echt? Ja. Heißt die hier wirklich die Firma? Hast du ja hier unseren Pass, unseren Arbeiterpass. Und da stimmt, ist oben die Firma. Ja. Oben der Firmenname drüber geschrieben. Ich dachte, das wäre die böse Firma. Und was wollen wir fragen? Wie es ihr geht, ist doch völlig egal. Was hat sie gewissen? Das ist gar nicht so uninteressant für uns als Tierarzt. Die Bisswunde an ihrem Arm. Wie ist das passiert? Irgendwas im Dschungel. Ganz hab ich gebissen. Erzählen Sie von vorn. Ich repariere Dinge und ich bin die Beste. Ich muss noch Dinge reparieren mit meiner Machete. Kein Grund zur Aufregung. Es gibt keine Rettung. Nicht für sie. Was? Heftig. Bam, bam, bam. Aber was mich mal interessieren würde, wenn wir ganz am Anfang gewählt hätten, wir sind Klempner. Würden sie dann das ganze Spiel rumlaufen und sagen, ich bin Klempner. Ich mach Klo frei. Genau. Ich entstopfe Rohre. Das war's. Das war die erste Episode. Ach so. Oh. Die Krawaliere. Krawaliere. Oh, ein Flugdinosaurier. Flugi. Haben die verschiedenen Episoden unterschiedliche Designer? Weil die letzte Folge war, glaube ich, nicht von Mark Darren. Hm. Ah, da ist die Musik. Sind die Carnivore? Schnappen die sich da ein paar Vögel jetzt oder was? Oh. Das ist auch ein roter Vogel. Hey Yoda, sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Dike. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Ike, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder einen Briefing verschlagen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin, Gentechniker David Banks, Parktierarzt Jerry Harding, seine Tochter Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die... Warte, das ist gerade...
gerade was vor. Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige fleischfressende Dinosaurier oder Billy Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. King Bravo, ihr Alpha Dog. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das einzige Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nur noch unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Dieke. Nicht so schnell. Decaf heißt übrigens entkoffiniert. Ja, das sind wir. Also nicht wir, aber ja, der Pilot scheinbar. So. Ich will erst ein Dino sehen. Nein, das wollen wir nicht. Nee, das ist ja auf dem Niveau von unserer Tochter hier. Blumentante. Wir haben uns verflogen. Genieß die Aussicht. Ja, verflogen, genieß die Aussicht. Passt uns. Das ist ein sehr cooler Actionspruch, ja, ne? Vargas meinte, da ist niemand. Warum also hetzen? Schaut uns doch eine Weile die Insel. Tut mir leid, Yoda. Du hast keine Pauschalreise gebucht. Wir sind rein dienstlich hier. Das reicht, Ike. Du bist gefeuert. Yoda übernimmt. Ha! Ich erinnere mich an deine traurige Vorstellung in der Pilotenschule. Ich habe den zweiten Schaltzimmer nicht grundlos abmontiert. Hör zu. Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Gar nicht so falsch. Die Soundabmischung ist ja richtig grandios geworden beim Game, ne? Also das muss ich mir nachher nochmal anhören, was er da gesagt hat. Das hat irgendwie gar nicht. Irgendwie war das komisch. So, was ist Alphasaurier Dino Stief? Ja, wollen wir die Frage sonst in der nächsten Folge klären? Können wir machen. Aber dann fangen wir hier mittendrin an in diesem spannenden Dialog. Ja, du weißt halt aber auch nicht, wann das jetzt endet. Der ist gleich vorbei. Schau mal, Dino Stiefel. Hammond will anscheinend unbedingt ein paar Stiefel aus Dinosaurierhaut. Ich hab ein Gefühl dafür. Verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Drei Fragezeichen und der Höhlenmensch war einer meiner Lieblingsfolgen. Okay. Also auf Kassette, auf Hörspielkassette. Ja, ja. So. Höhlenmensch mimen, jawohl. Oscar, ich hier ängstliches Baby auf die Luft setzen. Oh, alter Schwede. Eieiei. Sind im Dschungel. Etwas habe Gold bekommen. Sieht aber sehr auch aus wie aus dem Gears of War Spiel, ey. Was war das denn bitte für eine Höhlenmensch? Ja. War ja echt ganz schlecht. Ganz, ganz komisch. Happy, happy. Also Uck, Uck. Ja. Dein Höhlenmensch war von vornherein schon deutlich besser. Happy, happy. Also da war ja schon viel zu viel Syntax. Da war ja schon kohärente Sprache für einen Höhlenmensch. Die haben ja keine so eine hochentwickelte Sprache gehabt. Happy, happy und so. Der fand ich, das war ja wirklich so ein ganzer Satz nur hinten dran, happy, happy. Richtig. Das war Babysprache eher. So, Captain Hero, was machst du? Wir sind halt nicht der hellste Mann. Decaf, lass den Motor aus, Marine. Damit du uns jederzeit hier rausholen kannst. Roger. Ex-Marine. Hm. Rausgeflogen, weil zu war hart. Ja, weil er zu dumm ist. Zu brutal. Zu dumm für die Army. Okay. Da ist ein neuer Film. Ah, können wir in der nächsten Folge ansprechen. Den will ich mir auch irgendwann mal angucken, wenn ich, wenn der da zu mal... Zu dumm für die Army? Heißt der so? Nee, im Deutschen? Aber mit einem dummen Hauptcharakter, aber der sympathisch ist. Adam Sandler? Nee, Adam Sandler ist in jedem Film dumm und unsympathisch. Und vor allem sein fucking Rob Schneider und... Lass Rob Schneider in Ruhe! Das ganze Gesocks, was da Rob Schneider ist erst der Ritterschlag in einem Adam Sandler-Film. Das ist das Sahnehäubchen auf dieser Scheiße. Und hier, wie heißt er hier noch? Und hier. Vergesst immer seinen Namen. Der Blonde. Von Joe Drake. Der Blonde da, ne? Der Dünne, der Hagere. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wir hatten uns letztens den Namen nochmal rausgesucht. Ja. Vielleicht finden wir es für die nächste Folge raus. Vielleicht, so wie ihr uns kennt, eher nicht. Wir signen uns erstmal aus. Und sehen uns wieder, wenn's heißt. Zockerzone spielt Jurassic Park.